Einen wunderschönen guten Abend und willkommen zurück beim Bridge Builder Racer. Heute ist ja Halloween. Ich weiß nicht, ob ihr unterwegs sein werdet, aber auf jeden Fall waren die Leute vom Bridge Builder Racer aktiv, denn ihr seht es hier schon, es gibt Trick-or-Treat-Levels. Insgesamt 16 neue Level, in denen man versuchen muss, Kürbisse einzufangen und normale Level zu spielen. Ich habe das erste schon gemacht. Was auch nicht schwer war, weil ich mir direkt den ersten Platz gesichert habe. Das werde ich jetzt immer ganz kurz wiederholen. Und zwar einfach nur hier losfarmen und sagen, Halleluja, ich sammle diesen Kürbis ein und gehe ins Ziel. So, das war einfach. Platz 1, souverän vor den anderen. Und jetzt gehen wir zum nächsten Level. Da geht es schon darum, zwei Kürbisse zu sammeln. Und ich will mal gucken, wie gut ich vorankomme und dementsprechend, wie viele Level ich eben in dieser Episode schaffen werde. Nehmen wir mal an, ich gebe hier Vollgas, krieg den, dann werde ich wahrscheinlich etwa hier landen. Ich glaube, dass der Winkel hier nicht gut ist, also eher so. Schauen wir mal. Am liebsten möchte ich natürlich alle Level schaffen. Ist auch eine ganz willkommene Ablenkung, wenn ich ehrlich bin, im Vergleich zu den vorherigen Leveln. Ja, gehen wir mal 200 extra aus. Weil die letzten Level ja schon ein bisschen nervtötender waren. Komm rein. Okay, $140 zu viel ausgegeben. Oh, ich bin sowieso nur auf 2 Sterne, das geht gar nicht. 2 Sterne sind nicht akzeptabel, ihr wisst das ja. Kriege ich dich schon, wenn ich nur 360 ausgebe? Ja, schaffe ich. Das ist gut zu wissen. Weil dann kann ich nämlich hier nämlich noch eine hinmachen. Dann wollen wir mal gucken, ob ich das auch hinkriege. Schön auch hier unten halt die ganzen... die Horroraspekte. Das ist zum Beispiel ganz cool, dass es da eben jetzt einen Stopp und Start gibt. Schade. Verlängern wir nochmal. Ich glaube, das reicht nicht zu Platz 1. Vor allem nicht, wenn ich zu langsam anfahre. Na, nicht ganz. Ich bin ein Tweet-Lover. Ihr seht es unten rechts. Schiman sammelt 10 Kürbisse. Ja, nicht ganz. Komm schon, das kann doch nicht so schwer sein. Okay, wir machen es anders. Bevor wir uns hier verhaspeln, wird einfach das hier nach unten gesetzt. Und so platziert. Noch nicht ganz. Vielleicht ein Stück weiter nach rechts bringen. Jawohl, dich weiter nach rechts bringen. Jetzt können wir noch mal gucken, wer zuletzt lacht. Noch nicht ganz. Ich meine, die Pumpkins kriege ich. Ich weiß auch gar nicht, ob man überhaupt die Pumpkins kriegen muss, um das Level offiziell zu beenden. Ich meine, es würde Sinn machen. Sollte ich vielleicht auch mal probieren. Ob man das Level eben beenden kann, ohne Pumpkins zu sammeln. Na also. Geht doch. Wird nicht für Platz 1 gereicht. Doch, es hat Platz 1 gereicht. Easy. Nächstes Level. Ein Pumpkin und wir müssen nach oben gehen. Ich will jetzt mal gucken, ob ich das Level beenden kann, ohne Pumpkin zu sammeln. Oder ob es mir das verbietet. Ah, nicht ganz. Ja, da fehlt jetzt hier der Start. Grabstein. Sollen wir mal gucken. Ah ja, genau. Okay, gut zu wissen. Man muss sie sammeln. Gefällt mir.
kleine Aufgabe mit dazu. Dann machen wir es auch einfach so. Mal schauen, ob das schon reicht. Wollen wir mal gucken. Okay, wenn man natürlich so weit fliegt, dann reicht das definitiv. Dann setze ich dich nämlich hier an und hole dich so hoch. Ich weiß nicht, wie genau man ihn erwischen muss. Schade. Nicht ganz gut gesteuert, das kennt man ja inzwischen, aber wir kommen so auf jeden Fall ran. Und so kommen wir ins Ziel. Ah, da war Mike deutlich besser. Ich will jetzt aber nicht jedes Level versuchen, auf Platz 1 zu beenden. Das würde zu viel Zeit beanspruchen. Zwei Pumpkins und dann geht's hier runter. Ein langer Sprung. Frage ist, komme ich damit schon bis auf den Ballon? Ich glaube es nicht. Nee, schaffe ich nicht. In Ordnung. Dann machen wir hier noch eine kurze Verlängerung hin. Dann solltest du auf den Ballon kommen. Dann lassen wir hier runter trudeln. Machen dann hier einen Sprung. Ah, so nicht. So. So, und dann sollte das schon hinhauen. Je nachdem, gucken wir mal. Okay. Das ist zu früh. Ergo, hier hin. Ich weiß nicht, ob sie PS in meinem Auto erhöht haben. Es kommt mir so vor, als würde ich weiter fliegen. So, jetzt müssen wir hier langsam runter. Schade. Da habe ich nicht genug PS. Machen wir aber einfach weg, indem wir hier nochmal... Okay. Das da wegmachen. Ja, vielleicht auch nicht. Muss ich da... Vielleicht ist es da besser, von unten ranzukommen, unter dem Heißluftballon durch. Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Das müsste doch viel teurer sein. Nicht ganz so früh abspringen. Süßes oder Saures? Bisher gibt es eher Saures als Süßes. Genau so. Und ab ins Ziel. Ins Ziel gekommen. Ja, Mike ist um $50 besser. Damit kann ich leben. Bild dir nichts drauf ein, Mike. Drei Pumpkins. Und das heißt unten oben. Ja, okay. Da müssen wir unten rumgehen. Das kriege ich eh nicht. Das ist offensichtlich. Ich nehme an, dass der Flug weit genug geht, um ihn hier einzusammeln. Wenn das der Fall ist. Schauen wir doch mal, was das so ist. Ganz ausgereift ist es natürlich da unten noch nicht. Ja, ein bisschen steiler reingehen. Machen wir es doch einfach so. Hier Vollgas nehmen, hier geht's hoch. Machen wir es mal so. Sieht ein bisschen unorthodox aus, aber ich meine, warum nicht? Wir sind hier Halloween mäßig unterwegs. Okay, die ersten zwei habe ich. Jetzt nicht runterfallen, sondern hier hochkommen. Nicht ganz. Bisschen weniger steil. Dann kommen wir auch an die entsprechende Stelle. Zumindest theoretisch. Zu gut geflogen. Oder zu schnell gefahren, sagen wir es so. Gut geflogen bin ich nicht.
Ah, eben kam der Flug besser. Und dann spare ich mir nämlich hier vorne noch irgendwelche Landemanöver. Ich muss nur die Geschwindigkeit richtig abschätzen und da drauf landen. Danke. Tweet Addict. Nehme ich an, 20 oder 25 Kürbisse. Ist das realistisch? Gut möglich. Ich meine, ich habe ja die Level jetzt schon teilweise mehrfach gespielt. Komm, einmal bitte auf die Räder landen und dann hier hoch. Ja, noch nicht ganz machbar. Schade. Und 180 ist zu viel. 530 ist zu viel. 500 ist drin, aber das schaffe ich nicht. Komm schon, ich will das hinkriegen. Vielleicht hier vorne sogar noch ein bisschen abnehmen. Kürzeren Sprung. Oh. Schade. Ein schöner Flug gewesen. Dummerweise habe ich diesen Kürbis nicht eingesammelt. Den brauche ich ja. Sonst komme ich nicht nach Hause. Schön gelandet. Irgendwie kommt es mir vor, als wäre die Steuerung anders. Geh nochmal zurück. Bitte, nochmal zurück. Ja, alles gut. Schritt für Schritt. Dankeschön. Und jetzt los geht's. Komm schon. Schade. Hier? Reicht das? Ich kann mir das nicht einschätzen oder nicht merken, wie schnell ich war. Schade. Weil das wäre vom Flug her wäre das perfekt gewesen. Ich wäre gut unten gelandet, hätte direkt das Tempo mitnehmen können. Problem ist nur, wenn ich zu schnell bin, passiert das. Deswegen genau das Mittelmaß. Immer schön in Maßen. Sage ich immer wieder, ja, ich habe es nicht so mit Rechtschreibung. Bei mir gibt es kein scharfes S, deswegen wird daraus Massen. Ach, schade. Ich hoffe, ich würde die Drehung noch reinkriegen. Na, komm schon. Na also, kommen ins Ziel. Dankeschön. Zusammen mit Xytec auf Platz 1. Wäre sicherlich ein bisschen was drin gewesen. 4 Pumpkins. Okay. Machen wir es einfach so. Schauen wir mal, ob das schon reicht. Oben eine Wand machen, wo ich gegenbralle, runterfallen, Gas geben, ins Ziel kommen. Okay, reicht nicht. Dann machen wir es anders. So. So vielleicht. Bisschen zu weit nach hinten gefahren. Auf geht's.
ganz hoch genug. Und noch ein bisschen höher. Oh, verdammt. Es hat von der Winkel her gepasst. Bin nur blöde angefahren. Bisschen verlängern. Ich habe da jetzt Angst, dass ich sogar zu schnell werde und über meine Abgrenzung hinwegfliege. Sobald ich überhaupt bis dahin komme. Machen wir es so. Okay. Das habe ich nicht vorausgesehen, dass ich zu weit abpralle. Komm rum. In Ordnung. Hier noch eins dazu machen. Ich glaube, ich habe es jetzt wieder gelöscht. Oh, das wollte ich erst recht nicht. Doch mal so das weg. Hier hin. Kleines bisschen Geld, weil ich weiß nicht, wie ich das sonst hinkriegen soll, da aufzuhören. Verdammt. Kein Salto. Noch hast du keinen Grund zur Freude. Kann doch nicht so schwer sein. Genau so. Schade. Aber vielleicht kommen wir ja so noch ins Ziel. Kein Problem. Amphibienfahrzeug. Ja, Xytec deutlich besser, aber Level ist geschafft und darum geht's im Endeffekt ja nur. Mehr geht's ja nicht. Was haben wir hier? Umwege. Dann steil nach oben. Ja, das spricht nach Salto und Salto. Jetzt mal rein grob. Komme ich da? Auch wenn ich es nicht sehe. Ich komme hier ohne was hin. Okay. Das finde ich schon mal gut zu wissen. Gucken wir mal. Ich weiß nicht, ob das reicht, um hier das mitzunehmen. Das müssen wir mal testen. Was ich hier ein bisschen blöd finde, ist, man sieht nicht, wo ich fahre. Also man kann natürlich ungefähr abschätzen, wo ich bin. Aber mehr auch nicht. Okay, den kriegen wir mit, aber der Rest hier passt noch nicht ganz. Also nicht. Ich fand ursprüngliche Version besser. Nehme an, dass es auch so reichen dürfte. Hoffe ich. Schauen wir mal. Okay, Neustart, liebes Auto. Nimm mir noch mal ein bisschen was vor. Komm hier hoch, jawohl. Nicht genug Power, okay. Habe ich verstanden. Es ist so ungünstig, dass man hier... Oh, vergiss es. Vergesst es einfach.
kann ranzoomen. Hauptsache erstmal gemeckert, bevor ich geguckt habe, ob da vielleicht irgendwas anderes möglich ist. Ob allerdings dieses Level möglich ist, seht ihr erst beim nächsten Mal, wenn es am Sonntag weitergeht. Ich würde sagen, ich mache erstmal jetzt... Ah, hier. Jawohl, der reicht. Okay, gut zu wissen. Also ganz knapp berühren reicht schon. Ich werde das dann in der Sonntag-Episode noch neu gebaut haben. Und wünsche euch bis dahin einen schönen Tag. Genießt das Halloween. Übertreibt es nicht. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.